Herzlich willkommen zum neuen Video, VW Amarok. Ich will eigentlich ein Jeep, irgendwas mit Ladefläche für den Beach kaufen, weil ich ja oft Sachen hin und her fahren muss. Und da hat VW gesagt, Mischa, hast du eigentlich schon den VW Amarok gefahren? Nein, habe ich noch nicht. Den gibt es nicht mehr, das ist der letzte. VW Amarok, zweite Generation. Aber dazu kommen wir in dem heutigen Video. VW Amarok, der erste 2010, wurde noch gebaut in Argentinien. Und dann 2012 haben sie gesagt, ey, weißt du was, den Doppelkabine, den bauen wir auch in Hannover. Und seitdem gibt es den auch in Hannover. Das hier ist die zweite Generation, aber es ist auch der letzte. Denn VW baut kein Amarok mehr. Das hier ist der letzte VW Amarok. Deswegen gucken wir uns das Ding mal von draußen an. Liter V6 TDI. Ah, so rum geht's. Oh, hat keinen Dämpfer drin. Muss man hier also festketten. So, holen wir die andere Kamera. 3 Liter TDI, ein V6 heißt. Ah, wie immer machen wir mal die Klappe ab. Gucken, ob wir was sehen können. Ach nein. Wie immer können wir gar nichts sehen. Leider nicht, leider gar nicht. Aber nun ja, 85 Newtonmeter, 258 PS. Von 0 auf 100 soll der 7,6 Sekunden gebrauchen. Ist 2,12 Tonnen schwer, dafür schon eine gute Leistung, aber 258 PS. Ne? Und verbrauchen soll er zwischen 8,3 und 8,9 auf 100, je nach Fahrweise. 207 km/h schnell, das ist die V-Max bei dem Kollegen. Oh. So. Boah, schön robust. 5,25 Meter ist er lang, 1,83 Meter hoch. Ich bin 1,87 und ja, ich kann noch ein bisschen drüber gucken. Und 2,22 Meter ist er breit. Das Auto wird weltweit vertrieben, allerdings nicht in Amerika und auch nicht in Kanada, weil sie auf diese Fahrzeuge, auf diese Pickups eine Chicken Tax haben, also eine Steuer, die es anderen Anbietern außer den Amis schwer macht, Pickups in Amerika zu verkaufen, weil die Dinger kommen ja nicht aus Amerika. Ah, ich glaube, für Amerika ist der auch noch zu klein, oder? Wobei der schon riesig ist, ne? VW Amarok in seiner zweiten Generation finde ich ihn richtig cool, weil ich finde, von vorne sieht er richtig gut aus mit den Beacon-Scheinwerfern und dem Tagfahrlicht. Und den finde ich jetzt hier schon, der sieht richtig, so richtig knackig sportlich aus. Also gerade auch die Felgen, ne? Das sind Delta-B-Felgen und mit BF Goodrich-Reifen. Also gerade diese Reifen, dieses Stollenprofil, das macht den so einen richtigen, darf ich das sagen? Dreckigen Charakter, finde ich. Ne? Da, ja, hatte hinten so abgedunkelte Scheiben, hatte diesen Bügel oben drauf und mit diesem Roll-Cover-System hinten, da kann man den ganz zumachen, dann kann man Sachen transportieren und die bleiben dann einfach trocken. Ne? Das habe ich nämlich heute auch gemacht. Ich musste hier für den Laden was kaufen und da hat sich das echt gut angeboten, habe ich hinten schön geladen und dann zugezogen und dafür brauche ich echt so ein Gefährt. Und es ist halt schön, mal wieder hoch zu sitzen. Ne? Erinnert mich so ein bisschen an meinen Volvo. Der Preis ist allerdings in der kleinsten Ausstattung mit 32.415 Euro. Da gibt es natürlich, nach oben hin ist da immer alles offen. Ne? Es gibt drei verschiedene Motoren. Es ist immer ein 3 Liter und es ist immer ein V6. Einmal mit 120 kW, mit 150 kW und mit 190 kW. Der hier hat 190 kW. Und dann gibt es die teilweise handgerissen, 6-Gang-Schalter oder halt als Automatik, 8-Gang-Getriebeautomatik drin. Und dann gibt es ihn halt mit Allrad oder mit Heckantrieb. Diese ganzen Varianten kann man dann wählen.
Der hier, so wie der hier steht, 67.000 und ein paar zerquetschte, 67.100 Euro und noch was. Aber der hat auch wirklich alles. Standheizung hat der, dann halt diese Felgen drauf, hinten das Rollcover, den Bügel hat der, schwarze Scheiben hinten. Dann hat er diese Ergo-Sitze drin, kommen wir gleich nochmal zu. Ich finde die erste Generation, die fand ich nicht so schön, aber jetzt die zweite Generation. Aber ich glaube, es kommt auch immer darauf an, was hat man für Felgen drauf, was hat man so ein bisschen für Extras dran und das macht den Wagen halt so ein bisschen aus. Ja, und ich habe gedacht, ich mache dieses Video heute, weil es der letzte ist, zweite Generation, danach kommt kein VW Amarok mehr. Hat bestimmt noch was damit zu tun, dass die Motoren zu groß sind, also heißt, sie müssen kleinere Motoren bauen. Warum VW den Amarok einstellt? Ich habe keine Ahnung, habe ich mir nicht schlau gemacht, aber ich suche eh so ein Auto und das war halt eine coole Geschichte, wie die zu mir gesagt haben, ey Mischa, dann nimm doch mal einen Amarok mit und gib doch mal deinen Senf dazu, wollen wir mal wissen. Das habe ich jetzt getan. Gucken wir uns den Innenraum an. Ah, so, der hat noch so schöne Sidesteps hier an der Seite. Herzlich willkommen im Innenraum. Es ist ein bisschen dunkel drin, der hat nämlich kein Panoramadach. Gibt es beim VW Amarok nicht. Aber dafür sämtliche andere Ausstattung. Es juckt mir an den Fingern, ne, wieder zu singen, aber nein, wir machen es nicht. Der hohe Preis kommt natürlich auch zustande, weil das Fahrzeug ein bisschen mehr an Ausstattung hat. Hatte ich ja gerade draußen schon gesagt. Hier drin ist es auf jeden Fall, was ich sehr gut finde, eine Standheizung. Ich habe noch nie ein Auto mit Standheizung gehabt, aber ich habe immer gesagt, boah, mein nächstes Auto wird eine Standheizung haben. Bin ich immer noch nicht zu gekommen, komme ich aber noch zu. Da hat er halt das größere Navigationssystem drin mit Touch-Funktion. Da seht ihr es. Hier kommt dann die Karte rein fürs Navi. Navigationssystem. Das Navigationssystem nennt sich Discover Media. Dann hat er diese Ergo-Sitze drin. Die haben 14 verschiedene Einstellungen. Davon 12 elektrisch und 2 mechanisch. Was da alles ganz genau gibt. Also man kann hier diese Beinauflage rausfahren. Dann hat man aber hier, ich weiß nicht, ob ihr es da oben seht, dann hat man hier kein Loch in der Mitte, sondern ist so dran. Und dann hat der halt 1000 verschiedene, man kann die Lendenwirbelstütze rausfahren. Geht ganz nach unten, ganz nach oben. Leider kriegt ihr das alles da nicht so mit. Nach vorne, nach hinten, Lehne verstellen und keine Massagefunktion. Ne? Die hat er leider nicht, aber wie gesagt, 14 verschiedene Einstellungen, davon 12 elektrisch und 2 mechanisch. Klimatronik hat er drin und die Serienausstattung, die beinhaltet halt zum Beispiel die LED-Bixenon-Scheinwerfer, die ich sehr, sehr schön finde. Und die hat er schon Serie drin. Ne? Also das ist ja die zweite Generation. Hat auch das Lenkrad vom Golf. Ne? Also hier kann ich nicht sagen, das Lenkrad ist zu groß oder zu klein. Das ist ja LKW-Feeling hier drin, ne? Also Jeep-Feeling. Da muss so ein Lenkrad hier rein. Ne? Da kann ja nicht so ein kleines Peugeot-Lenkrad wie hier drin nicht passen. Aber das sieht so aus wie das vom Golf. Ungefähr ein bisschen anders. Ein paar Knöpfchen auch hier drin. Der hat allerdings Tempomat hier an der Seite am Hebel noch. So wie es, glaube ich, Golf, also Golf 5 auf jeden Fall. Ich glaube aber auch Golf 6 hat das noch hier so gehabt. Erst die jetzige Generation, Golf 7, die ja eigentlich auch schon wieder vorbei ist, die hat das hier im Lenkrad. Weiß ich natürlich, weil ich es mir habe einbauen lassen, für viel Geld. Multifunktions- und Lederlenkrad ist auch serienmäßig drin, ne? Also das hat der Serie. Das sind so ein bisschen die Einzelnen. Die Spiegelkappen, dass sie unten in Chrom sind, das ist auch nochmal ein Aufpreis. Das ist nicht Serienausstattung. Und was ich ganz cool finde, ist, dass man hier viel Platz zum Beifahrer hat, ne? Aber das ist ja auch der Charakter von dem Fahrzeug, ne? Das auch gerade, also das ist gerade, das Navigationssystem, und dann fällt das an den Seiten so ab, so heißt, das sticht so echt in der Mitte hervor und teilt so echt die beiden Bereiche in. Eine sehr breite Mittelarmlehne, sodass der Beifahrer auch seinen Arm gut hier drauflegen kann. Eine richtige Handbremse noch. Und ja, der Rest, sehr schönes Auto. Finde ich sehr cool. Ich finde, für das, was man das Fahrzeug benutzt, also ich sehe den ja eher so als Lastenesel, ne? Und dafür finde ich, ist er ein bisschen zu teuer. Ne? Aber es ist schön ausgestattet halt einfach. Ne? Man muss ihn ja nicht so ausgestattet nehmen. Aber wenn er ihn nicht so ausgestattet nimmt, da gefällt es ihm einem dann noch so. Ne? So, jetzt will ich mal einmal hier eine Runde im Sand drehen. Und dann sind wir nämlich am Ende des Videos, weil fahren werde ich heute nicht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da. Und ja, lasst uns zusammen den VW Amarok verabschieden. Das war's, VW Amarok. Und wer Bock hat, sich einen noch schnell zu holen, der muss reinhauen. Ich glaube, den hier kann man auch erwerben. 10.000 Kilometer hat er es gelaufen. Also gar nichts. Noch nicht mal eingefahren. Wenn ihr Bock habt, meldet euch bei Auto Wolf, denn von denen habe ich das Auto zur Verfügung gestellt bekommen. Und ja, dann sage ich mal tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.